Hallo liebes Publikum, ich begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Sehr willkommen zu einem neuen Beitrag von Gustavo unterwegs. Ja, unterwegs bin ich in Rüdelshausen. Wer habe ich neben mir? Veronika Thom. Ja, Veronika, sag mal, worum es geht heute hier in der Halle von Rüdelshausen? Also unsere Veranstaltung heißt Mit Hand und Herz. Das habe ich vor 4 Jahren, ist mir das so in den Kopf gekommen, weil wir ganz viel selber machen in Rüdelshausen. Dass jeder, der was selber machen kann, seine Sachen hier in dieser Halle ausstellen kann, einmal jährlich. Und wie wird das angenommen? Sehr gut. Wir sind dieses Jahr 17 Aussteller. Ganz viele verschiedene Sachen haben wir. Wir unterstützen auch immer die Lebenshilfe, backt Eisenkuchen. Und noch jemand dieses Jahr, der aus dem Dorf auch sich ein bisschen selbstständig gemacht hat, mit Verpflegung, mit Essen. Würstchen, Forellen, Getränke. Und wie ist das vom Publikum her? Also, sind nur die Leute von hier oder kommen da auch von außen her? Hallmünde habe ich heute gehört, Braunlage, weit weg von Göttingen. Die ganzen Dörfer wissen ja, wir haben ja auch 2500 Flyer drucken lassen, die haben wir dann verteilt. Und wie ist das, du meintest, das ist auch ein Teil wird gespendet? Nein, die Lebenshilfe, die unterstützen wir, die können hier Eisenkuchen hier verkaufen und alles, was sie hier verkaufen, das Geld, das geben wir dann weiter als Spende. Und dieses Jahr haben wir das erste Mal dabei, Herzkissen, das geht an Horizonte, das Geld, das für krebserkrankte Frauen, wo die Brust abgenommen wird. Da nehmen wir dann das Kissen und dann Kissen, die kommen dann unter die Brust, damit das dann nicht so drückt, die nähen wir, das ist alles ehrenamtlich, die werden gefüllt. Wir brauchen dafür Stoffegeld, für Füllwattegeld. Und dann sind wir, je nachdem, 10, 12 Frauen, ganz verschieden, diese Zeit haben, nähen wir dann Kissen. Das geht dann in Göttingen ins Klinikum, Neumariahilf, Bethlehem. Und im Klinikum wissen wir, dass da 300 kranke Frauen jährlich operiert werden, an Brustkrebserkrankte. Und die bekommen dann nach der OP so ein Kissen geschenkt. Also das ist das Kissen, das wir nähen. Es hat einen weiteren Ausschnitt. Das kommt hier unter die Achsel. Da darf nur 140 Gramm Füllwatte rein, damit es nicht drückt und zu viel auch nicht, dass man nachher gleich Schulterbeschwerden kriegt. Und das hat ein Arzt ausgerechnet, dass nur 140 Gramm Füllwatte rein darf. Und die nähen wir dann nachmittags zusammen 2-3 Stunden. Hier kommt noch ein Label drauf und dann kommen die dann, wo es benötigt wird, in den 3 Krankenhäusern, werden die dann verteilt. An die Schwestern, die das in den Krank nehmen. Und seid ihr alleine dabei oder bekommt ihr Unterstützung von, nein, alles nur, von der Gemeinde oder sowas? Wir fahren überall rum. Heute habe ich ja auch gesammelt mit Linus. Und ja, sind wir mit unserer Spendenbox rum und haben auch einen Tisch hier ausgestellt, damit die Leute sich informieren. Ich habe auch schon mitgekriegt, dass einige Frauen schon so Kissen hatten und sich jetzt wieder genesen. Ja, die Sache läuft gut. Ja. Unterstützt uns weiterhin und besucht uns nächstes Jahr wieder mit Hand und Herz. Ja, liebes Publikum, das ist vielleicht eine schöne Aktion, die schön, wenn Sie das unterstützen. Wie gesagt, das ist in Rüdelshausen, nicht weit von Göttingen entfernt. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, doch, hallo.